Bash von Reelly. 6-8S-Variante. Also 2-3S-Akkus drin. Ich schalte hier mein GSM ein. So, Fahrzeug habe ich schon mal kontrolliert. Fährt, ist da. Jetzt muss ich hier noch aufpassen, dass hier wirklich alles eingestellt ist. Ich gehe mal kurz zurück auf mein normales Menü. Also sprich, mal gucken. Mode, Speed, Peak Speed. Den will ich haben. Und da werden wir mal gleich sehen, wie der Peak Speed ist. Also sprich, der Top Speed hier in der 6S Variante. So, guck mal. Mal gucken hier, dass ja auch niemand kommt. Erstmal gewendet. Und dann würde ich sagen, so, mal gucken, was er jetzt hier gebracht hat. Und wir sind hier bei 82 km/h. So, Versuch macht klug. Und noch ein Gucken hier. So, Versuch. Mal erst mal gucken hier. Ja, mit Bremse müssen wir ein bisschen aufpassen da. Oh, nicht auf dem Deckel bremsen, ne? Das ist natürlich nicht so schön. So, gucken wir mal. Was das Modell hier geschafft hat. Und ups, wir müssen hier natürlich auf 83 km/h haben wir hier geschafft. Hier in der 6S Variante. Wir können ja mal gucken hier. Wenn ich jetzt hier aufmache, ihr werdet gleich sehen. Ich habe die Akkus noch etwas anders gesichert an meinem Modell mit Klebeband, damit das halt wirklich hält. Und ich habe hier wirklich 2-3S Akkus drin und alles noch baukastenmäßig hier an meinem Bash von Reelly.